Ja, hier sind wir wieder bei Duel Accelerator im Duell gegen Yusei Fudo und es geht sogleich weiter. In der letzten Folge habe ich euch mein finsteres Weltdeck präsentiert. Wir sind hier im Duell gegen Yusei angelangt. Er steht sich gar nicht mal so schlecht. Ich habe bald keine Karten mehr. Aber ich habe noch einiges zu vorführen und zu präsentieren. Aber erstmal wird Nidokrieg ausgeschaltet. Silva! Angriff. Mit dem finsteren Schwert, keine Ahnung, muss man die Attacke teilweise ausdenken. Okay, Goldhufürst, Streitaxt. Direkter Angriff auf Yuseis Lebenspunkte. Ich weiß, ein bisschen, war im letzten Part ein bisschen selten dämlich, was ich da gemacht habe. Sprich, weil er jetzt da wieder 5 Karten auf der Hand hat. Vorhin hat er keine mehr. Aber es hat alles seine Richtigkeit, Freunde. Keine Sorge. Und jetzt, mythische Tomate, Angriff. Das mag er gar nicht. Keine Sorge, Freunde, das Duell ist bald vorbei. Ich hatte zwar gehofft, euch noch ein weiteres Monster präsentieren zu dürfen, mein stärkstes in diesem Deck, aber ich fürchte, das kommt nicht mehr rechtzeitig zum Einsatz. Vielleicht dann bei Yugi. Verdammte Scheiße! Jo, das kannst du stehen lassen, Alter. Gut, es ist alles vorbereitet. Es ist einfach alles. Ne, Moment mal. Noch nicht ganz, oder? Soll ich? Ne, ich lass es. Ich beende diesen Zug. Ich bin zwar völlig schutzlos, was dieses Monster anbelangt, aber ich zeige euch gleich noch einen viel besseren Trick. Denn gleich wird hier ein mächtiger Virus umhergehen. Gut, setz dann deine Karten verdeckt. So viele wie du willst, es wird dir nichts nützen, Alter. Und jetzt kommt meine Karte. Ich aktiviere Deckverwüstungsvirus. Indem ich Silva, den Kriegsfürsten in der finsteren Welt, opfere. Werden alle Monster von Yusei, die 1500 oder weniger Angriffspunkte haben, infiziert und zerstört. Und das sogar für die nächsten 3 Züge noch. Oh yes, das wird den richtig ankotzen. Du. Oh, Anmut in Wiederbelebung, alles klar. Aber auch das bringt ihm überhaupt nichts. Nee, noch nicht, ich spare mir auf den Schluss. Erster Zug vorbei und es geht noch viel weiter. Aquazurüstung, auch nicht übel. Ich switch jetzt mal den wieder. Und greife an und beende vielleicht sogar das Duell jetzt schon. Wer weiß das schon. Goldwufürst der finsteren Welt, direkter Angriff auf Yuseis Lebenspunkte. Ja, das war klar. Macht des Spiegels, scheiße. Kackendorf, wa? Obwohl, wirklich? Nee, Quatsch mit Soße, ich habe noch Zugang zur finsteren Welt. Oh yes. Und damit rufe ich ein finsteres Weltmonster zurück und weil er uns so treu war, kommt der Wufürst zurück aufs Feld mit seiner finsteren Streitaxt. Oh yes. Na Yusei, machst du dir bereits in die Hose? Ich an deiner Stelle würde es tun, Alter! Direkter Angriff! Nein! Er ist ein Arsch! Er ist ein Arsch! Der hat mich einfach ausgekontert, dieses alte Mistsack. Na egal. Diese Karte verdeckt und... Könnte ich zwar, aber... Ja, wieso eigentlich nicht. Scar, Speer der finsteren Welt im Verteidigungsmodus. Und mein Zug ist beendet. Du bist dran, Alter. Ja, schwerer Sturm bringt ihm überhaupt nichts. Im Gegenteil, das macht es nur noch schlimmer. Kann er eigentlich mit dieser Karte was ausrichten, frage ich mich gerade. Der zweite Zug ist vorbei. Langsam, aber ich muss mich beeilen. So viele Züge habe ich nämlich nicht mehr. Und deshalb werden jetzt meine finsteren Weltmonster richtig schön angreifen. Hier kommt! Zurück aus den Tiefsten der Hölle. Tiefsten der Hölle, wo bist du? Oh, den kann ich eigentlich auch rufen. Wäre auch eine Variante, aber nee, will ich nicht. Ich rufe mein eigenes Monster. Hier war er. Hier kommt Silva, der Kriegsfürst. Yes, Mann. Auch der muss in einem Duell natürlich dabei sein.
Okay, meine Monster, greift an! Silver, Kriegsfürst der finsteren Welt, Angriff! Mit dem Schwert der Finsternis! Ja, nee, ist klar. Tja, Alter, das bringt dir aber nur einmal pro Zug was. Lululu. Du bist eine Lusche, Goldwufürst! Streitaxtangriff, Attacke! Scheiße! Oh yes! Haha, er hat schon verloren! Wieso? Nur wegen dem Riesenbazil natürlich. Sobald er die vernichtet mit einem seiner Monster, kriegt er ja immer 500 Lebenspunkte Schaden. Oh, Rücke des Kriegers? Bringt jetzt überhaupt was oder wird ja auch infiziert? Nee, ich glaube, die nützt sogar was. Yep, die nützt was. Weil er ruft die Karte ja vom Friedhof zurück und nicht von, vom Deck. Deshalb. Könnte ich zwar, aber die Punkte spare ich mir jetzt noch. Hier kommt der Max-Krieger zurück. Ja gut, der hat sowieso zu viele Angriffspunkte. Ja, setzen, verteidigen. Was ist denn das für ein Fulldip? Ja, wie gesagt, was ist denn das für ein Fulldip? Oh, 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 jetzt wird's lustig. Geschäfte mit der finsteren Welt. Yes, Mann. Diese Karte aktiviere ich und kann dadurch eine neue Karte ziehen. Und dann eine ablegen. Na, Mist, hey, egal. Sicherheitshalber switch ich jetzt mal die Riesenbazille in Angriffsmodus. So, und jetzt auch wirklich. Riesenbazille, greif sein verdecktes Monster an! Wir kennen es ja bereits, den Max-Krieger. Mit Bazillenschleuder-Attacke. Bazillenschleuder, und der Max-Krieger fällt. Und jetzt schon wieder Goldwu-Fürst! Streitaxt! Yes! Mir fällt gerade auf, ich bin richtig dazu gekleidet, war. So richtig finster und so. Ist übrigens der Mantel von Chaz. Aus Yu-Gi-Oh! GX. War auch gar nicht mal so einfach zu verdienen. Weil auch solche ja, Kleidungsstücke und so kann man sich auch bei den speziellen Turnieren wie Gunslinger und Dual Trailist, Super Trailist und so, alles verdienen. Oder war das was anderes? Was ging Duellpunkt oder so? Ich weiß gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß nicht, was jetzt tun können, aber kommt schon wegen den paar Punkten. Es macht sowieso keinen Unterschied. Natürlich weiter angreifen. Silver, vernichte ihn mit dem Schwert der Finsternis. Finish him, attack. Scheiße! Und das war's. Wir haben wieder mal gewonnen! Yes! Genau so ist es. Vertraue deinen Karten zu werden, darauf reagieren. Natürlich, du hast mich geschlagen, wie immer. Und das war's für Yusei. Der nächste an der Reihe ist Yugi. Und zwar Yami Yugi. Aber jetzt muss ich mal kurz hier etwas testen. Moment, ich bin gleich wieder zurück. So, und ich bin zurück im Geschehen, ich muss nur mal kurz was testen, sprich, ich habe mal kurz geschaut, wie lang die letzte Datei geworden ist und ja, die X-Toy macht schon nicht gerade kleine Files. Hust, hust. Ja, und hier kommt schon Yami Yugi als nächster Gegner. Du schon wieder? Ein Duell. Was? Ein Duell kann los? Das war jetzt aber seltsames Deutsch. Egal, wieder mal unseres finstere Weltdeck. Da bin ich mal jetzt auf mein, ja, auf meine Starthand gespannt. Schere, Stein, Papier, wieder mal verloren, ist ganz toll. Oh, ich fange an. Alles klar. Es ist Zeit, gegen den König der Spiele anzutreten. Es ist Zeit für ein Duell. Ups, war zu früh. Alles klar. Zeit für ein Duell. Oh. Ich habe gerade gesehen, nein, ich habe das neue Monster auf der Hand. Rainbow, Oberherr der finsteren Welt. Und jetzt war so überhaupt nichts. Okay, er macht das und dann das. Ja. Hör's mal wieder auf, Dankeschön. Oh, und jetzt bin ich am Zug und ich ziehe natürlich. Was soll ich auch sonst tun? Oh, oh, das kam gar nicht mal so schlecht. Alles klar, als erstes setze ich dieses Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Und mache es wie du mit zwei verdeckten Karten, Alter.
So, Yugi, du bist am Zug. Wieder mal. Yummy, Yugi, oder auch Atem. Ja, er zieht eine neue Karte. Was wird es wohl sein? Mit was wird er uns überraschen? Ruft er wohl den schwarzen Magier oder bändet er wohl die über den Zug? WTF. Gut, ich ziehe. Sollen wir kurz schauen? Was ist die Karte durch einen Kampf deines Gegners? Stimmt. Das ist das Kacke dran. Rainbows Effekt funktioniert nur und wirklich nur bei einem gegnerischen Effekt. Alter Falter. Ja, ist ein bisschen kacken doof, ich weiß, aber ist ja trotzdem ein starkes Monster. Ich warte jetzt noch und setze nur ein Monster bedeckt. Du bist wieder dran, Alter. Och nö, bitte nicht. Jetzt hol sich eine Fusionskarte, oder was? Naja, was will der mit... Was will denn der rufen? Ein fliegenden Geierritter, oder was? Da wissen das Monster schon wieder. Geierritter des Windes? Nee, das war das Effektmonster. Ruft ausgerechnet den. Hä? Er hat doch gar keinen Geier auf dem Feld. Ah, Drachenmeister Geier, der war's. Geier, der Drachenmeister, genau. Tja, ja, wenn es Spaß macht, Alter, nur zu. Mach dich doch zum Klarhauen. Und hier der Effekt meiner Riesenbazille. Was, das war schon alles? Nee, und noch nicht ganz. Es kommen schon zwei neue aufs Feld. Die mit dir spielen wollen, Alter. Stell dir mal vor. Auch noch Scar, Speer der finsteren Welt. Speer der finsteren Welt, nicht Speer. Gut, wenn du deinen Zug, dann bin ich wieder an der Reihe. Oh, jetzt wird's lustig. Haha, jetzt wird's lustig, hey. Rainbow muss leider noch warten, der ist zwar ein bisschen Deep Draw Gefahr. Sprich, er ist einfach nur nutzlos auf meiner Hand. Aber ja. Wir werden sehen. Ich aktiviere die Zauberkarte Geschäfte mit der finsteren Welt. Ja, nein, ich negieren. Ziehe eine neue Karte und kann dann abwerfen. Oh, wow. Green, der wäre auch nicht schlecht. Das mache ich jetzt sogar. Kann ich ihn abwerfen und seinen Effekt aktivieren. Mit dem ich diese Karte jetzt vernichten kann. Und Tschüssikowski! Ich überlege gerade. Ja. Ich opfere eines meiner Monster für Silver. Oh yes. Den Kriegsfürsten, den kennt ihr bereits. Und jetzt greifst du an mit dem Schwert der finsteren Welt. Und zwar natürlich ihn, auch wenn das überleben wird, aber ich ziehe ihm ordentlich Punkte ab. Du machst da nichts. Und du machst auch nichts, Yugi. Ich habe Punkte verloren. Oh yes. Und damit beende ich wieder mal meinen Zug. Was wird er tun? Was wird er tun? WTF. Hä? Wieso? Ja, ich frag doch schon wieso. Das gibt keinen Sinn. Das gibt jetzt keinen Sinn, außer der hätte irgendwie Zauberkarten namens Spalt oder Aufschlagen auf der Hand. Nee, Aufschlagen auch nicht. Spalt würde Sinn ergeben. Aber alles andere nicht. Und er kassiert wieder 500 Punkte Schaden, dieser Trottel. Na klar, jetzt greift auch noch mein Speer an. Mein Speer? Nein, Scar, wie kannst du mir das antun? Geh nicht, mein Freund, geh nicht. Und weg ist er. Naja, jetzt kann ich ja Bro rufen. Vor allem ziehen. Hallo, wo bist du? Ja, das war Bro, den will ich jetzt aber nicht holen. Bron will ich holen. Den verrückten König, den Mad Dog of Dark World.
Na, Yusei, sag ich schon, Yugi, was machst du? Ja, Yugi, du bist echt clever. Muss ich schon mal so sagen. Oh je, je, je. Wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr. John, greif an! Haha, da staunst du was. Oh, und jetzt die Kampfphase. Braun. Ja, okay. Silva, du greifst zuerst an, und zwar die mystische Hilfe mit dem Schwert der finsteren Welt. Ganz ehrlich, Freund, ich kapiere die Strategie von Yugi nicht. Was hat er davon, Schaden einzubüßen? Ich habe keine Ahnung. Braun! Greif den, ja, ausbildenden Elfenschwerkämpfer an, und zwar mit der Mad Dog of Darkness Attack. Und weg ist er. Natürlich mache ich das. Ich aktiviere eine besondere Fähigkeit, mit der ich ein Monster von meiner Hand auf dem Friedhof ablegen kann. Und zwar nehme ich Rainbow, den Oberherr der finsteren Welt. Und ich habe doch irgendwo noch Schrei der Untoten. Und damit hole ich ihn gleich wieder zurück vom Friedhof. Oh yes. Zeige dich, meine mächtige Bestie. Rainbow. Oberherr. Ja, was steht eigentlich hier oben? Overlord of Dark World. Ich sehe es gar nicht, weil hier die X-Toy mit der Anzeige rumspielt. Genau. Rainbow Overworld of Dark World Attack. Mit dem Zepter der finsteren Welt, ja! Blitzspeerstoß! Scheiße! Das muss wehtun, ey! Tja, Yugi, jetzt sitzt du in der Tinte. Da war eigentlich noch was? Irgendwie? Nö. Ich bin an dieser Stelle mein Zug, Alter! Mach's besser! Mir schwierig, wa? Er hat doch keine Chance gegen uns, so, yeah. Er aktiviert Fusion, das ist wohl ein schlechter Scherz, oder? Noch nicht? Was kommt hier denn der? Oh, ruft der. Nee! Er ruft Gaia, den Drachen-Champion! Der hat 2600 Punkte! Scheiße, ich hab verloren! Sag mal, darf ich wieder mal eine Karte aktivieren? Dankeschön. Hier kommt diese Karte. Das feierliche Urteil, auch das richtliche Urteil, wie auch immer. Aber dann auf die Fusion anspielen, beziehungsweise auf die Spezialbeschwörung. Aber egal. Ja, jetzt hat ein Drachen-Champion auf dem Feld. Eigentlich eines der heutzutage schwächsten Monster und trotzdem habe ich ein Problem. Und zwar ein riesiges, ein gewaltiges Problem. Rainbow ist fort. Ja, also was ich hier treibe, ist schon ein bisschen peinlich, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Aber nur ein bisschen. So, was sagt meine Hand? Ich glaube, was war das eigentlich wieder eine? Oh nein, Spiralspeerstoß. Ach du Scheiße, jetzt wird's heikel. Yep, jetzt wird's lustig. Hat der vielleicht noch was? Ein interessantes Monster oder so? Ja, der bringt mir auch nichts gegen den. Ja, es könnte vielleicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dieses Deck spiele, weil ich, wenn ich jetzt gegen den Drachen-Champion von Yugi verliere, dann schwöre ich euch, schmeiße ich dieses Wirt. Hä? Hey, Schnappschall ist verboten! WTF. Seit wann dürfen NPCs verbotene Karten benutzen? Hallo? Ich glaube wohl, es piept hier. Die haben doch nicht mehr alle Streusel auf dem Kuchen. Das ist ein schlechter Scherz. So ein schlechter Scherz hier! Toll, was mache ich jetzt? Leute, ich habe gegen den Schnappstall keine Chance! Vor allem nicht so.
Habe ich noch am. Ja klar ist der gut, Kaki Gorilla, der Finstern Wetter bringt momentan überhaupt nichts. Och ne, wenn der angreift mit Spiralspeerstoß, alter Fall. Da? Nein. Kein direkter Angriff, nein! Autsch, autsch! Alter, scheiß die Wand voll. Leute, wir verlieren gegen Yuki! Hilfe! Warum hat mir niemand gesagt, dass diese NPCs verbotene Karten nutzen dürfen? Ja, ich bin am Arsch, ich bin sowas von am Arsch, ey. Ja klar kriege ich 1000 Punkte zurück, aber trotzdem bin ich am Arsch. Okay, das kann ich ja verbinden mit Rainbow, verbinden, unterbinden man natürlich. Ach, zuerst mal sind Riesmons verdeckt. Und dann Sakurai Zurüstung. Vielleicht habe ich ja noch eine Chance zu gewinnen. Vielleicht, vielleicht. Wehe, der Spiel 3 GK. Dann, Alter! Dann hänge ich mich persönlich auf dem Server und lösche Yugi. Ja, wenn ich bloß wüsste, wie. Wenn es mal ist, ja. Wobei, so schwierig wäre es gar nicht. Müssen bloß das Passwort knacken. Moment, mit dem angriffen? War genau. Drachenmeister Geier, den muss ich loswerden! Der Spiralspeerstoß ist mir auch im Weg. Du, du, du. Der Herr bringt nichts. Weh, du spielst 3 Geki. Hey, weh, du spielst 3 Geki. Ach, eine verdeckte Karte ist auch nicht viel besser. Leute, ich brauche Hilfe. Herzerkarten für mich. Ich habe die für mich. Also führe mich, nicht für mich sein. Ja. Toll, was mache ich jetzt? Ich könnte Rainbow rufen, aber was nützt mir das? Eine Karte hat, die mich zwingt, nicht mehr sprechen zu können. Ja. Es wird übel, Freunde, es wird übel. Natürlich bildet er erstmal seinen Zug, wieso auch nicht? So, endlich mal! Jetzt riskiere ich es aber wirklich. Ein Schnappstall ist momentan noch auf meiner Seite. Die gibt mir pro Zug 1000 Punkte und das kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Spiralspeerstoß, ich hoffe es einfach mal, dass irgendwie keines dieser Monster nachruft, auch Geierritter des dunklen Windes nicht mehr. Weil dann hat er vermutlich noch im Deck. Und deshalb ist jetzt diese Karte hier fällig! Was war's? Der Bannkreis war's, Alter, was sind denn für Karten auf der Hand? Allgemein für Karten. Hier komm zurück, du, Rainbow! Denn der hat noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Yugi. Oh yes, hier kommt er, mein stärkstes Monster. Erinnert mich ein bisschen an einen der Dämonen da aus Diablo. Oh man, Rainbow! Dunkelster Herrscher der Hölle. Greif an mit dem Donnerspiralen Speerstoß der finsteren Welt, keine Ahnung mehr. Donnerspeerstoß klingt mal gar nicht mal so schlecht. Und das war's auch schon. Oh yes, jetzt bist du dann Zug, Alter. Und dann darfst du mir wieder 1000 Lebenspunkte schenken. Na, wehe, du spielst Raikiki. Er ruft in eine Karte, die schon wieder verboten ist! Hey, ich krieg die Krise hier! Schwerer Sturm, hallo, ich kann dich jetzt gebrauchen! Nein, nicht schon wieder! Mein Monster! Nein! Kacke! Schwerer Sturm oder zwei Riesenbazillen würden dir auch helfen. Du bist doch wohl ein Arsch, hey. Und was der für ein Arsch ist? Hä? Bist du jetzt blöd?
Ja, aber jetzt hat er doch vorhin immer. Wieso spielt er das Spiralenspiel? Ja. Ich fahre gar nicht mehr. Ja, habt ihr noch irgendwelche Vorschläge? Natürlich Dark World. Das habt ihr jetzt was. Im nächsten Zug könnt ihr was bringen. Aber erst im nächsten Zug! Bis dahin muss ich ausharren, das heißt, den behalte ich jetzt noch und setze ihn einfach mal im Verteidigungsmodus. Obwohl, nee, das war halt so eine total dämliche Idee. Yep. Also gut, ich hoffe nur, dass jetzt im nächsten Zug eine Karte verdeckt, egal ob Monster oder Falle. Dann habe ich noch eine kleine Chance. Ist er noch klein, aber ich habe sie. Genau das habe ich befürchtet. Komm schon, Alter, spiel noch eine verdeckte Karte! Tu mir den Gefallen! Mein Monster und 1200 Schaden! Au! Voll aufs Zwerchfell. Hä? Wie ist der darf Karten ziehen? So ist komplett neu. Yes, genau das wollte ich. So, Freunde, Yugi hat verloren. Ich habe das Duell doch noch gedreht. Wie ich das mache, das seht ihr jetzt. Ja, du kommst aber auch spät, hey. Dämlicher Virus. Ich aktiviere das Blitzgewitter der finsteren Welt. Und damit wird deine verdeckte Karte zerstört. Was war's? Oh, see. Wow, das hätte aber übel werden können. Jetzt werfe ich den Kaki ab, den Kackhaufen. Sieht auch so aus. Und aktiviert damit seine besondere Fähigkeit, damit ist dein Monster im Eimer. Monster vor allem. Und hier rufe ich den Mad Dog of Darkness. Den Mad King of Darkness. Nicht den Mad Dog of Darkness, den gibt's ja auch. Den gibt's auch in diesem Spiel, aber ist ja auch egal. Mad King of Darkness Attack! Beende das Duell, ein für alle Mal! Komm schon, bitte, bitte beende es! Tu es für mich! Und die Zuschauer! Boy! Ja, das wird zum Schluss noch richtig spannend, das mit einer dämlichen Karte von ihm. Okay, mein Deck braucht dringend ein Upgrade. Ich verliere. Du kannst stolz auf dich sein. Ja, bin ich auch. So, und wie es weitergeht, das ist in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Online 3 bzw. Duel Accelerator. Ich muss erstmal mein Deck sortieren und ein paar Gedanken machen. Und vor allem das Exodia- und Kristallungeheuer-Deck ein bisschen upgraden. Ja, und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu!